Herzlich willkommen zum ersten Stream von Minecraft ZevTech Ages. Mit dabei ist wieder der Marcel. Moin. Ja, erstmal ein bisschen Erklärung, währenddem wir schon mal ein bisschen anfangen und Bärenbüsche einsammeln. Warum spielen wir jetzt plötzlich ein anderes Modpack und warum eine neue Welt und alles Mögliche? Das gibt ja eigentlich einen ganz einfachen Grund. Technische Probleme. Große technische Probleme. Die Welt, auf der wir ursprünglich gespielt haben, ist kaputt. Heißt, unsere Burg ist verloren. Ja. Wir haben uns jetzt einen Server gemietet. Marcel, wo bist du hingelatscht? Ich bin hinter dir. Ja, wir haben uns jetzt einen Server gemietet. Der läuft mittlerweile auch gar nicht mal so schlecht, nachdem wir mal alle verstanden haben, wie das geht und dass der Server, wenn da gestartet steht, nicht gestartet ist. Ja. Eigentlich hatten wir auch vor einer halben Stunde anzufangen. Wir haben nur beide nicht gerallt, dass der Server noch nicht da war. Na, no, das und hat deshalb irgendwie Fehlermeldungen ausgespuckt hat. Nimmst du meinen Ton eigentlich diesmal mit auf? Weißt du das? Siehst du das? Ja, aber ich würde dich trotzdem mal bitten, eben mal den Ton zu checken. Aus dem Ich einfachen. soll den Ton einmal checken, okay? Dann kann es sein, dass ich mich gleich doppelt gehört werde. Aus dem einfachen Grund, weil ich nicht sagen kann, ob der Spielsound vielleicht zu laut ist oder zu leise. Oder ob ich zu laut oder zu leise bin. Ja, wenn du mal ruhig bist. Gut, ich habe den Ton mal abgecheckt. Ich weiß nicht, ob man was gehört hat. Also, ja, man hat's gehört. Der Ton ist klar und deutlich und man hört im Hintergrund auch die Tierchen. Also ich denke mal, es sollte ganz in Ordnung sein. So. Also wenn ihr sagt, der Ton muss leiser oder lauter irgendwas sein, schreibt uns das gerne. Ich höre den Ton nicht. Gut, dann wollen wir mal auf unsere Suche nach dem Dorf begeben. Ja. Also, ich habe eins gefunden. Das ging ja diesmal schnell. Ja. Wir haben gestern auf einer Testwelt, glaube ich, eine Stunde damit zugebracht, uns ein Dorf zu suchen. Oh ja. Ja. Ist zwar wieder so ein Dorf, was nicht ganz so toll gespawnt ist, aber. Na, besser als gar nichts, wa? Ja, es ist schon mal ein Dorf. So, wo wollen wir denn unsere Bärenbüsche pflanzen? Das ist eine gute Frage. Ich habe hier ein paar Felder. Ja. Ich guck grad nochmal, ob ich irgendwo einen Bibliothekar finde, weil das wäre natürlich das Optimum. Der kann uns nämlich demnächst eine Map verkaufen. Du kannst ja in der Zwischenzeit mal raussuchen, wo wir unsere Bärenbüsche platzieren wollen. Hab ich schon. Okay. Der erste steht doch schon. Ich habe einen Bibliothekar gefunden. Ich Dann bin bleiben happy. Wir hier. Der ist Dann versaut teuer. Hier. Ja, der ist versaut teuer. Aber das ist mir egal. Müssen wir ja nur zweimal was von kaufen. Wie gesagt, hier unten habe ich den ersten Bärenbusch. Ja, da hinten bist du. Gepflanzt. Ja. Wir werden uns vermutlich erstmal als Hauptnahrungsquelle von diesen Bären annähern. Ja, ich gehe noch mal ein bisschen weiter, guck mal nach den anderen, ob hier in der Umgebung noch ein paar weitere Bärenbüsche sind. Ja. Zumindest so sichtbar. Ich mach grad mal Zombie hier tot. Oh, ein Zombie? Ja. Ich weiß zwar nicht, wie der herkommt, aber. Er ist da. Ja, und er ist nicht mein Freund. Also deine Tintenfische gibt's hier in der Nähe auch. Ja, wie gesagt, wir brauchen 11 Insects für die Map, pro Map. Das müssen wir nochmal verdoppeln, weil wir zwei Maps brauchen. Okay. So, und wir fangen jetzt erstmal an. Öffnen mit F hier unser Menü. Ja, wir haben eben ja schon den Erfolg Fibrous Deed bekommen. Beziehungsweise habe ich den schon bekommen, ich weiß nicht, ob Marcel ihn schon hat. Und wir werden uns jetzt erstmal eine Flint-Hatchet machen. Dafür brauchen wir erstmal Flint. Den stellen wir uns ganz einfach her. Beziehungsweise wir brauchen Sharped Flint. Und den stellen wir uns ganz einfach her. Erstmal brauchen wir Sticks. Wir brauchen nämlich ein Sieb. Und ich nehme gleich einfach mal ein paar Sticks mit. Na ne, momentan brauchst du erstmal dieses Grasnamen.
Zeugs. Ja, du meinst dieses Fiber-Zeug. Die Faser. No. Ja, ja, davon habe ich aber schon ein paar. Sehr gut. Ich habe auch noch ein paar Bärenbüsche gefunden. Das ist auch gut. So, also ihr seht, wir haben jetzt dieses Sieb. Und dadurch müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Kies klopfen. Das klingt so behindert. Aber ist so. Und außerdem muss ich diese ollen Wasserlöcher dicht machen. Das regt mich auf. Oh ja. Fließendes Wasser ist das Schlimmste, was du in Minecraft haben kannst. Und wer was anderes sagt, der lügt. In dem Modpack ist es übrigens auch so, dass Dinge im Wasser nach oben schwimmen immer. Ja, eigentlich können wir noch ein bisschen über das Modpack sprechen. Ja. Und zwar hat man ja auch gerade schon gesehen, eines der Items, das ist einfach aus meinem Inventar geflogen, oder dass ich was gemacht habe. Das haben wir noch nicht freigeschaltet, das kann ich deswegen nicht im Inventar haben. Und wir werden mit der Zeit neue Items halt freischalten. Und dementsprechend auch einen Fortschritt erzielen. Und es wird dunkel. Das ist nicht gut, ich bin noch nicht zu Hause. Ja, das ist gar nicht gut. Dann solltest du dich vielleicht ein bisschen nach Hause beeilen. Ich bin fast da. Also ich sehe schon das Dorf. Welche Bude ist denn unsere? Wir haben noch keine. Welche nehmen wir denn? Werde ich dir sofort sagen, wenn ich es selbst weiß. Also ich bin jetzt auf einem der... Naja, Dächer. Okay, du kannst schon mal runter zum Fluss kommen. Ich habe mir hier ein großes Haus rausgesucht. Wo bist du denn gerade? Ich sehe dich gerade nicht. Ah, ich glaube, ich weiß, welches Haus du nimmst. Wo bist du? Da bist du. Da bin ich. Das ist unser Haus? Das ist unser Haus. Ja, wir müssen dann mach mal. Uns jetzt aber erstmal für die erste Nacht hier noch so ein bisschen einbuddeln, weil Skelette können auch durch die Wand kriechen. Ja, schön. Was machen wir, wenn hier drin so ein Biest spawnt? Da wir hier drinnen stehen, wird hier drinnen nichts bauen. Okay. Gut, ich habe 12 Bärenbüsche noch eingesammelt. Okay. Ich würde mal sagen, ich werde mich morgen früh wieder auf erstmal um die Nahrungssuche kümmern bei uns. Ja. Ich mache das erstmal jetzt hier auch spinnensicher, das olle Ding. Dass hier erstmal nichts reinkommt. So, dann müssen wir uns jetzt halt irgendwie hier so hinstellen, dass wir nichts abkriegen. In der Zwischenzeit kann ich Flint Hatchets 2 Stück craften. Eine für dich, eine für mich. Warum hast du denn die Dings wieder aufgemacht? Weil ich nicht genug Dirt dabei hatte, um alle Löcher zuzumachen. Und deshalb habe ich das untere abgebaut, weil da kommt eh nichts durch. Was glaubst du, warum die Fenster auch alle nur ein breit sind? Ich hasse Nächte bei Minecraft, Alter. Ja, vor allem am Anfang sind sie kacke. Vor allem, ich sehe es gerade ja selbst im Stream, man sieht nichts. Nee, im Stream siehst du echt gerade gar nichts. Oh, warte mal, warte mal. Man sieht nur, dass du 18,5 Herzen hast. Ja. Wenn ich auf Vollbild gehe, sieht man nicht viel mehr. Naja, das gut. Ding ist halt, es ist dunkel. Ich kann ja mal kurz gucken in den Einstellungen, ob ich es noch heller gestellt kriege. Video-Settings. Nee, das sieht so aus, als hätte ich das irgendwo schon auf Maximum gestellt. Ich guck mal. Sieht man jetzt halt kann mehr? Ich. Also bei mir, ich habe es jetzt halt auch ganz hell gestellt. Sag mal, wird es gerade wieder Tag? Nee, noch nicht. Ich habe es mir, glaube ich, nur so... Man sieht was. Ja, ich habe es mir einfach nur so hergestellt, dass ich die Nacht nicht mehr sehe. Läuft. Ja. Na, ist auch vom Vorteil, da sieht man wenigstens was. Nee, wir haben noch krass Nacht draußen. Ja, wie gesagt. Draußen lebt bestimmt noch alles irgendwo.
Im Aber wenn ich jetzt hier rausgucke, sehe ich noch nichts. Im Stream ist es dunkel, für mich ist es gerade taghell. Na, wir haben noch Nacht. Wir haben noch Nacht. Ich müsste es aber gleich wieder hell werden. Wie gesagt, für mich ist es hell. Das werde ich jetzt die ersten Nächte vermutlich immer wieder hochstellen und später halt auf dunkel lassen. Was bist du eigentlich hier? Ein Fletcher. Von dem bekommen wir zum Beispiel Strings. Ja, jetzt sehe ich es auch. Man sieht, dass der Himmel dunkel ist, aber die Blöcke sind strahlend hell. Wir können ja mal gucken, was wir im Augenblick schon so freigeschaltet haben. Und das ist herzlich wenig. Das ist fast gar nichts. Ja, man sieht, wir haben hier so ganz primitive Waffen eine Handvoll. Und das war's Ich muss mir eigentlich. kurz ins Nachbarzimmer was holen. Ja, Marcel, Marcel hat mal wieder was vergessen. Ja, man melde. Ah, der schreit dann gleich wieder rum. Ja, wir werden dann vermutlich demnächst hier auch in den Werkzeugstrang eintauchen und auch in den Feuerstrang unten. Strang, meine Güte. Sprechen muss halt gelernt sein und so. Ich hasse diese Spinnen. Na, wo ist denn die Spinne? Ich habe sie nur gehört, noch nicht gesehen. Die haben nämlich auch einen neuen Skin bekommen. Die sind hässlich, Alter. Die sind schrecklich. Wir haben hier gerade leider kein Vorzeigemodell. Ich glaube, auf unserem Dach ist das Vorzeigemodell. Lecker. Ja. Ich habe irgendwie momentan keinen Spielsound bei mir. Ja, aber ich denke mal, du wirst jetzt nicht direkt einfach mal das Spiel neu starten. Bin ich wahnsinnig? Das dauert nämlich eine Weile. Marcel hat jetzt ja auch so einen brandneuen PC. Jupp. Erzähl doch mal was so über dein neues Schmuckstück. Ich weiß nicht, ob man das so erzählen darf. Aber ich habe halt den HP Omen 800. 7501 NG mir jetzt vor zwei Wochen geholt. Ja, bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Läuft halt alles schön rundflüssig, schnell. Also er hat jetzt eingebaut eine RTX 2060. Genau. Ich glaube ein i5 der siebten Generation. Ich glaube ja, so also wie wenn i5, welche Generation weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall hat er jetzt ein bisschen mehr Hardware als vorher. Ein bisschen ist gut. Damit kann man auch mal ein bisschen mehr machen. Ja, nur das DVD-Laufwerk, das muss CD-Laufwerk, das muss ich mir extra Ja, kaufen. Das ich liegt jetzt glaube, oben ich einfach habe den drauf. Das ist letzten ziemlich Omen witzig. bekommen, der noch DVD-Laufwerk drin hat. Kann ich mich glücklich schätzen. Ja. Obwohl ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Also, ist man so. Es fällt nicht auf da oben Ja, es ist drauf. nicht schlimm, klar. Aber es ist natürlich trotzdem nett, dass man noch eins hat. Oh ja. Man merkt halt schon, dass die Spiele auf CD, DVD ganz schön zurückgehen. Ja. Diese olle Spinne, ey, die regt mich gerade total auf. Und die Villager auch. Die sind auch kacke. Geht bestimmt direkt auf dem Dach. Muss mal rausgehen, rausgucken. Ja, aber ich habe so keine Lust, in der Nacht spazieren zu gehen. Ja, stellt sich aber auch, naja, ganz schön lang die Nacht, ey. Können wir die nächsten machen hier? Ja. Ein bisschen langsamer Tag werden. Obwohl, dann ist das auch nicht doof, dann sind die bisher ja auch noch da. Ja, aber dann verbrennen sie die meisten immerhin. Zum Glück. Weil die Skelette, die sind ja im Augenblick mein größtes Problem. Ja. Wir sind die fiesesten Viecher. Creeper sind auch mies. Wir können gerade halt nicht viel mehr machen, als hier im Kreis rumlaufen.
Ja, in unserer neuen Wohnung und Haus. Müssen halt irgendwann diesen ollen Villager rausschmeißen. Ja, den müssen wir mal rauslocken. Ja. Was will der denn? Wie kriegen wir den denn los hier? Weil der soll nicht den ganzen Tag in meinem Haus rumrennen. Solange wir nicht den Ja. Bücherwurm umbringen oder der sich umbringen lässt. Aber allgemein, Villager-Murksen kommt nicht gut. Es wird Tag. Ja, ist ja wesentlich, ist ja mal was Schönes. Tatsache, ja. Oh, da läuft ein Skelettraum. Oh. Da zwei Skelette. Aber guck mal, die haben auch noch keinen richtigen Bogen in der Hand. Drei Skelette. Die haben Sicher? noch. Ja, nee, die haben noch irgend. Die haben eine Trompete in der Hand. Siehst du das nicht? Ist Trompete gut oder schlecht? Was kann die Trompete? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Angst vor der Trompete. Einfach mal rauszufinden, was sie kann, die Trompete. Oder warten wir, bis die abgebrannt sind. Müsste jetzt auch gleich soweit sein. Ja, weil der Bogen, der ist noch nicht erfunden. Also Trompeten, die durch die Gegend. Na klasse, das ist ja auch richtig. Sind frei. Ja, vor allem, weil die Trompete vor dem Bogen erfunden wurde und so. Immerhin, dann sehen wir gleich an dem Skelett, sobald es Tag wird. Ich sehe die Sonne schon, aber das Skelett lebt immer noch. Ja, sobald das Skelett anfängt zu brennen, können wir uns vor die Tür wagen. Komm, Skelett, verbrennen. Ich glaube, die ersten verbrennen gerade. Ja, das Skelett brennt auch. Dann mal raus mit uns an die Arbeit. Warte, ich muss ja mal eine WhatsApp schreiben. So. Also diese Trompete scheint eine Nahkampfwaffe zu sein. Bestimmt zum Hauen oder so. Hast du denn wohl eine Spinne gesehen? Nee, ich sehe sie tatsächlich nicht. Ich sehe sie, läuft hinten an unserem Haus lang. Das Mistviech. Das ist Da, jetzt echt seht ihr auch mal eklig. diese neuen Spinnen-Skins. Eklig sind die Viecher jetzt. Ja. Machen wir die fertig? Ich lasse mir meine Büsche pflanzen. Mach das. Toll. Ha, ich hab's erwischt. Ist sie weg? Tot, tot? Nee, Nein, nicht noch nicht tot. tot, aber. Eklig. Ich gehe weiter. Büsche sammeln. Mach das. Damit wir dann was zu beißen haben. Aber wo wir auch diesmal jetzt aufpassen müssen, ist tatsächlich, wenn man schwimmt. Es Gibt's gibt hier in diesem Piranhas? Modpack, genau, es gibt Piranhas. Aber auch nette Fische, also nicht jeder Fisch ist ein Piranha. Ja, es gibt noch immer Tintenfische und es gibt auch normale Fische. Genau, es gibt auch nette Fische, wenn wir es mal so Ja. ausdrücken wollen. Da Tintenfische sind gerade übrigens mein bester Freund, damit ich eine Map kriege. Und wenn ich lieb bin, besorge ich Marcel gleich auch eine. Auch Vielleicht wenn solltest du mal Tinten. erklären, für was wir die Map brauchen. Damit wir was sehen, wo wir hinlaufen, vielleicht. Ja, das Olle ist halt, Ah die ja. haben, wenn man die angreift, den Effekt Blindheit. Die versprühen halt Tinte. Ja, das ist ja richtig sinnvoll. Also Tintenfisch, was versprüht, wenn angegriffen wird. Das ist ja auch so. Ja. Tatsächlich so realistisch. Na, was realistisch in dem Spiel gefunden. Ja, kommt ja nicht so oft vor bei Minecraft, ne? Dass du was Realistisches hast. Meistens ist Minecraft ja tatsächlich dann doch Ich habe so. tatsächlich schon 6 Inksecs. Läuft. Davon brauchen wir halt pro Map 11 Stück und 5 Federn. Wenn du Federn besorgen könntest, wäre das echt lieb von dir. Wie kriege ich denn die Federn? Die droppen Hühner mit der Zeit. Droppen Achso. die ab und zu mal eins. Schweine habe ich ohne Ende, aber keine Hühner. Hühner habe ich auch schon welche gesehen. Ich noch nicht so wirklich. Ich habe eine riesen Schweineherde. Ah, ich bin jetzt bei 10 Inksecs. Ich muss mir langsam merken, von wo 11 ich gekommen bin, Inksecs Alter. Also habe ich glaube, ich ich. komme nie wieder zurück, ey. Nee, Spaß. Ich weiß natürlich, wie früh ich lang gelaufen bin. Ich habe es mir natürlich gemerkt. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn wir später die Map haben. Oh ja.
Ich habe hier zum Beispiel jetzt gerade das erste Huhn auf Anhieb gefunden. Das hat nur gerade leider keine Feder gedroppt. Hier ist das nächste Huhn. Ah, nee, das war ein Schaf. Ein bisschen größer als ein Huhn. So ein Schaf und Huhn kannst du mal verwechseln, wa? Ey, ist beides weiß. Ich sag da nichts zu. Ich sag da nichts mehr zu. Ein Ei habe ich, aber keine Feder. Ich sag da nichts zu. Strings. Total nervig ist diese hohe Gras, Alter. Ja, das ist so ein bisschen. Scheiße. Knochen einsammeln. Knochen brauchen wir später auch, um Farming Okay. zu lernen. Da brauchen wir nämlich Bone Meal für 6 Bone Meal. 2 Federn habe ich schon mal von 5 für die erste Map. Weil ich möchte die Hühner ehrlich gesagt ungern töten. Nicht Huhner. Huhner gibt's nicht. Na, Huna. Ah, neue deutsche Rechtschreibreform. Ah, ich glaube, ich habe zwei Federn gerade eingesammelt. Okay, dann fehlt noch eine. Okay. Das klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Ja. Also, wir haben natürlich jetzt echt mit dieser zufallsgenerierten Map, wo wir auch wirklich nicht vorher reingeguckt haben, Wir haben diesmal richtig Glück ja. gehabt. Da ist unser Dorf. Und ich habe 6 Federn insgesamt. Gut, dann komme ich mal eben zu dir, dann gibst du mir mal eben die Bille. Ja, ich komme heute Abend wieder zurück, ne? Also ich mache jetzt noch ein bisschen. Na, wenn du jetzt gerade in unserem Dorf bist, ich bin gerade 5 Kilometer Nee, ich weg. bin nicht an dem Dorf, ich bin weg vom Wetter. Also ich sehe da unser Dorf so gerade. Nein, ich sehe es jetzt nicht mehr. Okay. Ja, ich habe auch noch mal 7 Bärenbüsche übrigens mitgebracht. Oh, sehr gut. Ich habe noch ein Dorf gefunden. Oh. Das ist auch schön. Fand ich auch gerade. Oh, ich habe noch mehr Bärenbüsche gesehen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, ich glaube, das mit dem Bärenbüschen reicht, glaube ich, gleich Also tatsächlich Marcel, sogar ich mal. habe das Feld, was wir haben, jetzt komplett gefüllt mit Bärenbüschen, also. Ja, man kann nie genug Bärenbüsche haben. Ja. Gut. Dann wollen wir doch mal schauen. Hier ist So, nochmal. hier ist ein Dorf. Also wenn du aus unserem Dorf geradeaus rausgehst, findest du das. Kann ich Okay. echt voll nah dran. Aber wie gesagt, möchte jetzt ungern die Map erkunden, bevor ich den Atlas habe, weil mit dem Atlas kann ich dann auch alles gleich kartografieren. Ja, definitiv. Wie gesagt, ich sammle hier noch ein paar Bärenbüsche ein und dann komme ich zu dir. Und Und wir die haben eine können Kirche in dem wir. Dorf. Was? Weißt du, wofür wir die Kirche verwenden können? Wenn uns gar nichts mehr hilft, hilft uns Gott vielleicht? Nein. Weißt du, wofür die da sein wird? Nein. Damit uns nicht wieder das Haus abfackelt, wenn ich Experimente mit dem Grill mache. Ach so. Das Ding ist komplett aus Stein. Ach so, du machst die Grillexperimente natürlich. Ja, ist Ja. klar, ist sehr logisch, ist sehr logisch. Die Schmiede ist ja auch mit sehr viel Holz besiedelt. Ja. Falls es gleich irgendwie Nacht wird. Obwohl notfalls übernachte ich hier im Dorf. Aber wie gesagt, komm bitte noch mal recht schnell her, weil ich möchte ehrlich gesagt ziemlich fix den ersten Atlas jetzt holen. Ja, ich bin ja schon auf dem Wege. Ich habe nochmal 16 Bärenbüsche. Nicht, dass uns der Buchmacher noch drauf geht, weil ich finde den schon nicht mehr. Ja, nur vielleicht. Oh, ich habe noch ein paar Bärenbüsche. Ich muss erstmal Bärenbüsche sammeln. Lebensaufgabe, Bärenbüsche sammeln. Weil ich habe hier einen Schlachter und alles, aber ich finde gerade unseren Buchmacher nicht mehr. Vielleicht hat er die Spinne den auf dem Gewissen. Ja, und das wäre halt äußerst mies. Weil den brauche ich, der Oh ist. fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wölfe. Wölfe, 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 Wölfe. Darf man überhaupt oh fuck im Stream sagen? Ups. Keine Ahnung. Ist ja eh live. Da, ich habe ihn gefunden. Okay. Jetzt muss ich irgendwie sehen, dass ich zu unserem blöden Dorf wieder zurückkomme, ohne dass mich irgendwie hier abmurkt.
Ah, oh, da haben wir auch fast verjagt, ey. Wo kam der die Viecher auf einmal her, ey? Junge, 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 Junge. Ja, auch das ist neu. Hier gibt's Tiere, die sind nicht ganz so flauschig. Ich brauch 12 Insects, ernsthaft? Und... Oh. Wo war jetzt unser Dorf? Bitte lass mich das jetzt wieder finden, ey. Das wäre sonst richtig kacke. Das wäre richtig Katastrophe. Ja, ich seh's. Hier kommt's gleich. Ja, ah, das ist übrigens ein Hardcore-Modpack. Heißt so viel wie... Es alles will ich alles... töten. Ja, nicht nur das. Alles... Eigentlich will ich... Ja. Entweder willst du dir an den Kragen oder es ist einfach wo schwer. Willst du denn, wo willst du jetzt denn schwimmen? Ich komme mal zu dir. Insek holen. Immer so. Weil man braucht doch 12 und nicht 11. Ja, das klingt ja auch logischer wie 11, ne? Aber das hätte ich ja gleich sagen können. Moment, ich muss gerade mal eben auftauchen. Und dann nochmal... Jetzt habe ich 13 Insects, okay. Dann komme ich nochmal eben zu dir. Wo bist du jetzt hin? Ich stehe hier. Du brauchst meine Federn, ne? Ja. Reiß dir mal deine Federn aus. Wo bist du denn? Ich komme gerade aus dem Fluss, wo du gerade raus bist auch. Da bist du. Dann gib die mal bitte her. Also da haben wir doch tatsächlich schon sehr früh unseren Atlas. Und ich glaube, es wird auch gleich wieder dunkel. Sogar noch bevor der Erfolg-Atlas freigeschaltet wurde. Läuft bei uns. So, dann können wir erstmal meine Beeren... Kann ich mal meine Beerenbüsche pflanzen? Ja, du hast ja auch eine Hatchet, womit du Bäume fällen kannst. Habe ich das? Ich habe gar nichts an Werkzeug. Doch, ich habe dir eine Hatchet eben gegeben. Vorhin. Das weiß ich, die habe ich dir zugeworfen. Ach, Tatsache, da habe ich sie. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass du mir gegeben hast. Kann sein, dass du da gerade was holen wirst. So, wir sollten uns mal wieder in unser... Verdammt, das ist das falsche Haus. Das Haus mit dem Dirt in den Fenstern. Ja, dann komm mal rein. Ja, ich komme erstmal von der falschen Seite rein. Gefühlt ist die Nacht auch länger als der Tag. Tja. So. Ich guck mal eben, hast du irgendwie Holz dabei? Nee, oder? Holz? Ja. Nie. Also ich habe Blümchen dabei. Das bringt mir nicht viel. 4 Kartoffeln. Weil ich brauche Holz. Ja, nee, das läuft nicht. Da habe ich nichts dabei. Ja. Wir könnten natürlich auch nochmal rausgehen und nochmal eben schnell Holz holen. Ja, das kannst du machen. Ist gefährlich ohne... Ein Bett. Ey, der Spawn ist hier eh direkt um die Ecke, also was soll der Geiz? Huch. Scheißegal, ob der dicht, ne? Nee, nicht egal, weil das Holz, das brauche ich jetzt. Und zwar mache ich jetzt die erste Workbench. Weil Bretter stelle ich auch nicht im Inventar her. Dafür brauche ich einen Chopping-Block. Also einen Holzhackklotz. Wir brauchen einen alle. Crafting-Block. Weil dieser alles ein bisschen kompliziert. Ja, dieser Crafting-Table, auf den mache ich nicht rechtsklick und sie öffnet ein Menü. Nein, ich muss alle Sachen da manuell oben reinlegen. So, man sieht jetzt schon, ich habe gerade deutlich mehr Sachen freigeschaltet. Unter anderem kann ich jetzt auch Strings aufsammeln. Ich möchte aber weitermachen, erstmal Flint Pickaxe. Dafür brauche ich 2 davon ein bisschen was und davon was. Die legen wir jetzt hier rein.
kann er natürlich immer nur eins pro Zeit herstellen, versteht sich. Und macht uns erstmal ein Flint-Ding. So, die nimmst du auch mal bitte eben ins Inventar kurzzeitig, damit du auch den Erfolg kriegst. Jo, bam war. Und dann brauche ich als nächstes das Flint Workblade. Da haben wir's. Das ist auch ein ähnlich einfaches Rezept. Ich glaube, das war so. Ich glaube, wir haben genug Bärenbüsche, oder? Ja, haben wir. Da oben kommt ein Ding rein. Geht auch. So, dann haben wir das Flint Workblade und ich habe gleich zwei Erfolge damit gemacht. So, dann nimm du die mal eben bitte beide ins Inventar und gibst mir auch beide gleich wieder zurück. Den Welche Atlas waren? und das Workblade. Beziehungsweise den Atlas brauche ich eigentlich als einziges wieder. Kriegst alles wieder. So, damit haben wir jetzt auch die Map. Man sieht schon, ist nicht so eine tolle Map, muss ich hier unten in der Leiste behalten, damit sie funktioniert. Und ich mache direkt einen Marker. Home. So, damit habe ich jetzt die Map gebaut. Und wir haben die Grundlage erstmal geschafft. Das ist erstmal das Wichtigste gewesen, meiner Meinung nach. Ja, als nächstes sieht man ja schon, brauchen wir hier bessere Werkzeuge. Jo. Feuer. Feuer ist natürlich auch ein wichtiger Erfolg in der Steinzeit. Ja, Licht wäre auch für so ganz geil, ne? Ja, aber ich glaube, ich habe tatsächlich, beziehungsweise wir haben jetzt halt beides gleich, glaube ich, den Stand her. Auch Fackeln irgendwo, zumindest was Fackelähnliches. Hier, Light Fiber Torch. Die können wir aber nicht herstellen. Läuft. Scheiße. Aber wir haben zum Beispiel hier auch die erste richtige Waffe, das Tomahawk. Ich kann mal gucken, ob ich so einen Bone hier anspitzen kann. Da bekomme ich den raus. Ich möchte aber einen. Da. Das wollte ich haben, den Sharp Bone. Der macht nämlich tatsächlich recht viel Schaden. Warum habe ich eigentlich. Warum haben wir eigentlich zwei Crafting Box? Keine Ahnung. Egal. Ja, das Tomahawk und die Spear mit können wir machen. Was bringt uns denn der Spear? Na, ich möchte schon den ganzen Spear haben. Der Spear. Dafür brauchen wir zwei Sticks und einen Flecked Flint. Den können wir uns noch leisten. Und das Tomahawk können wir uns tatsächlich zusätzlich auch noch leisten. Das klingt doch schon mal gar nicht so übel. So. Und ich glaube, das Tomahawk, das kann ich tatsächlich im Inventar craften. Ne, fehlt mir ein Fleck. Hä? Flint Point. Ach, dafür brauche ich nochmal. Muss ich ein Fleck Flint nochmal hier. Toll, ist weg. Ja, jetzt haben wir auch noch schlechtes Wetter. Das ist natürlich wieder so super genial. Ach. Aber ich habe einen Speer. Der macht 4 Damage und macht nochmal plus 10 Schaden für sämtliche Viecher, die schmaler sind als ein Block. Da ist der tatsächlich doch, glaube ich, noch mal ein bisschen besser. Gerade.
wären die Zombies nicht zu doof, bei uns hier gegen die Fenster zu klopfen. Ja, es sind nicht vorhandenen Fenster. Beziehungsweise begeben sie sich gerade bestimmt einfach nur an unser Mauerwerk in Deckung. Das ist bestimmt deren Taktik. Nicht wahr, Marcel? No. Ich hoffe mal, dieser olle Regen hört bald auf. Das glaubst du doch selber nicht. Und die Sonne geht bald auf. Oder wirklich ein Zombie draußen rum. Ich weiß. Da, ich gebe dir übrigens gerade mal die Dinger für den Erfolg. Joop. Joop. Dann gib mal bitte den Knochen wieder zurück. Danke. Den Speer darfst du behalten als Waffe. Wie gesagt, das Tomahawk, das machen wir dann, wenn es wieder hell ist. Und man sieht jetzt auch hier schon der Grindstone ist auch jetzt freigeschaltet. Ja. Und die Dark Lands müssen bald auch. Dafür brauchen wir aber einen Natura-Kompass. Tja. Ja, da haben wir letztes Mal in unserer Testwelt festgestellt, das kann noch mal ein bisschen komplizierter werden. Dafür brauchen wir 4 Baumsetzlinge und 4 Holz sowie ein Flecked Bone. Ein Flecked Bone habe ich ja schon. Ich weiß nicht, Baumsetzlinge hat keiner von uns, oder? Nee. Nope. Oh, wird es wieder hell draußen gerade? Ja, es wird wieder hell. Aber es regnet. Ach, Regen ist nicht so schlimm. Aber ich glaube, Regen verbrennen die Viecher nicht. Ach was, ich habe doch einen scharfen Knochen. Das Ding steht direkt vor unserer Haustür. Moment. Ja, die Dinger wollen jetzt verbrennen. Gut. Dann gucken wir nochmal, ob wir gerade nochmal ein paar Büsche ernten können. Und ich kümmere mich um das Tomahawk. Oder mache ich jetzt das Tomahawk oder mache ich lieber den Kompass? Ich glaube, der Kompass ist mir... Ach so, wenn man Setzlinge übrigens auf dem Boden liegen lässt, pflanzen die sich mit der Zeit von selbst an. Ich weiß. Das ist voll mies. Willst du einen Wald roden und dann pflanzen sich die Dinger wieder an? Das ist halt auch können, ne? Gut. Dann würde ich sagen, mache ich tatsächlich gerade mal den Natura-Kompass fertig. Ich habe ein Stück Fleisch gefunden. Ich hoffe mal, dass ich die Dinger so mischen kann. Wenn nicht, wäre das äußerst ärgerlich. Oh verdammt, wenn ich jetzt hier runterfalle, dann bin ich tot. Ich safe tot. Gut, dann haben wir den Natura-Kompass schon mal. Oh oh. Wir haben tatsächlich, glaube ich, Darklands recht nah dran. Wenn ich das so sehe, weil der Kompass ist sehr empfindlich. Ja, soll ich hier die Stellung halten? Soll ich mitkommen? Wie machen wir das? Wäre schön, wenn du mitkommst. Ja, gut. Wollen wir den Tag nochmal abwarten hier und ein bisschen warten, bis wir ein bisschen... Also ich würde jetzt mal gucken, wie weit wir jetzt nochmal eben kommen, beziehungsweise mal eben ein bisschen Holz beschaffen tatsächlich. Ja, und vielleicht genug Material, um irgendwie eine Notfalle zu basteln. Ja. Das Ding ist halt nur, die Bretter sind halt gerade ziemlich aufwendig noch zu machen. Scheiß auf Bretter, Hauptsache du hast irgendwo was dabei, wo du mit Typenhäuschen bauen. Ja. Achso, du hast die Spitzhacke noch. Kannst du mal ein bisschen Stein farmen? Ein bisschen Stein. Egal, Hauptsache Stein. Ja. Solange es halt kein Kabel ist, ne? Nee, kann auch Kabel sein, das ist mir ziemlich Wumpe. Also am liebsten sogar Kabel. Weil daraus kann ich bessere Werkzeuge herstellen.
Dann baue ich unten den Kabel ab, den wir hier so unten haben. Ne? Oh, verdammt, da kommt ja, aber bitte nicht die Häuser abbauen. Zu spät. Grab dich in den Berg oder sowas. Oh, diese olle Regen, ey. Ja, ich gehe gerade schon mal so ein bisschen in die Richtung, weil wenn ich Glück habe, erspähe ich hier direkt die Darklands. Ach stimmt, du gehst schon mal alleine los. Ja, ich gehe jetzt aber nur ein paar Meter, ich gehe jetzt hier nicht zu weit. Ich wollte gerade sagen, ich komme hier gar nicht hinterher oder was? Nein, nein, wie viel Stein brauchst du denn? Ey, du, nimm, ruf mal ein bisschen was mit. Gut, also mach ich. Dann mach ich noch ein bisschen was. ...1900... ...2300... ...2004... Ja gut. 1920 Blöcke sind es dann doch. Okay. Hab ich mal so festgestellt. Das heißt, das schaffst du an einem Tag. 1900 Blöcke sind schon einiges. Weil du musst ja auch wieder zurückkommen. Wer zurückkommt, wird nichts an einem Tag. Ja. Und die Darklands sind ekliges Gebiet. Also da würde ich tatsächlich vorher uns nochmal ein bisschen ausrüsten. Dass jeder so Grundwerkzeuge hat. Wir haben jetzt gleich ein Stack Cobblestone. Ja gut, das sollte ja für einige Werkzeuge ausreichen. Wie gesagt, ich will ja eigentlich nur Werkzeuge machen. Ja, ich habe jetzt einen Stack. Damit kannst du jetzt was basteln. Ja, ich mache hier gerade so einen komischen Busch weg aus was weiß ich. U-Log. Ich habe zwar keine Ahnung, was das für ein Holz sein soll, aber... Ich baue es gerade einfach mal ab. Oh, mir ist die Flint-Hatchet gerade gebroken. So läuft. Ja. Toll. Dann mache ich aber gleich mir eine richtige Steinaxt. Gibst mir doch mal eben den Stein her. Den Stein willst du haben? Ja. Muss mir jetzt nicht alles einzeln rausgeben, kannst mir gleich den ganzen Stack geben. Wie geht das denn? Einfach aus dem Inventar ziehen. Dann muss ich mich ja wieder... Was? Linksklick drauf, raus, nochmal linksklick. Geht doch. Danke. Da sind die Rezepte noch gleich geblieben wie früher. So, einmal das Ding. Das Ding können wir eben rauswerfen. Wie sieht's denn mit deiner Spitzhacke aus? Wie kaputt ist die? Hälfte. Soll ich dir gleich eine neue Waffe mitmachen? Gut. Ja gut, mein Knochen ist besser als ein Standardschwert, also bleib ich erstmal dabei. Dann mache ich mir noch einmal die Schaufel. So, und dann bin ich tatsächlich schon komplett ausgerüstet und dann kriegt Marcel jetzt nochmal eben einen kompletten Werkzeugsatz. Das wäre voll frech, dann warten wir die Nacht ab. Dann geht's los. Da, halt, stopp.
da. Dir ist schon klar, dass... Ach, du hast ihn noch nicht freigeschaltet. Oder was? Drück mal L und sag mir, was dir fehlt. Marcel? Oh, das ist jetzt nicht sein Ernst. Da will man was von dem und dann ist er weg. Vor allem ohne vorher was zu sagen, ist kacke. Dann wollen wir noch mal ein bisschen Flint herstellen. Und den Kram hier auch noch mal flaken. So, ich bin wieder da. Okay. Dann drück mal L und sag mir, was dir da fehlt. Weil du kannst die Werkzeuge nicht aufnehmen. Welches ist das denn? Welches Inventar? Das ist hier. Das ist It's Free Range Hawks oder was? Nein, nein, das ist It's Too Dangerous to Go Alone. Upgrade. Ja, den habe ich. Ja, Upgrade und dann müsste Stone Age kommen. Upgrade. Stone Age habe ich. Dann nimm die nochmal auf. Kriege ich nicht. Ja, aber ich hab die doch eben schon. Also, ach, du hast noch kein Holz im Inventar gehabt. Ja. Oh. Ja, schmeiß mal was. Da. Und dann bau noch mal eben den Table hier ab. Obwohl, den mache ich dem hier beide abbauen. Da und da. Die auch mal eben ins Inventar nehmen beide. Dann hast du da auch. Du hast jetzt auch On the Chopping Block und I'm Stumped, oder? Muss ich mal gucken, wo sind die denn? Und den Shopping Block habe ich nur ein. Warte, ich muss glaube ich den mal eben. Mann. So, ich glaube, den muss ich einfach mal eben hinsetzen wieder, dann müsste das gehen. So. Aber ich glaube, ich habe immer noch keine Erfolge. Nee, da hast du noch nicht. Dann bau den doch mal selbst nochmal bitte ab. Pff, ist doch behindert. Vor allem leckt bei mir gerade das Spiel total. Du hast die Hatchet, damit kannst du das schneller abbauen. Leg's nochmal mit Mauszeiger in deinem Inventar ab. Passiert nichts. Fehlt dir vorher noch irgendein Erfolg? Ein lilaner? Was weiß ich, Mensch. Aber Caveman Hate Tree hast du, oder? Caveman, nein, habe ich nicht. Ach, da musst einen Holzblock abbauen. Du hast doch die Hatchet, oder? Platzier mal einen von den Holzblöcken, die du im Inventar hast und bau den ab. Und dann pack den Crafting Rock da unten rein. Ja, jetzt geht's nämlich. Jetzt hat sich bei mir das Spiel aufgehangen. Bei mir bewegst du dich jetzt wieder. So. So, jetzt haben wir den Holzblock nochmal wieder auf. Der muss ja jetzt nicht rumliegen. Gut. So. Dann warten wir bis morgen, bis wieder Tag ist. Ja, ich habe ein fast volles Inventar. Toll. Na, bei mir geht's diesmal sogar. Ich glaube, ich stelle mal eben ein bisschen Holz für bisschen Planks für Bretter her. Weil ich dann gleich unsere erste Kiste in Anführungszeichen baue.
ist hier keine wirkliche Kiste. Weil die Standardkiste, die gibt es noch gar nicht. Die haben wir noch gar nicht freigeschalten. Da haben wir da so eine total doofe Kiste. Ja, und jetzt fehlt mir halt, hast du einen Wok? Nee. Schade. Aber was ich mal eben wegschmeiße, das sind diese ganzen ollen Pflanzen. Hey Mann, nichts gegen die ganzen Pflanzen, Mensch, die sind top. Die nerven nur. Schade, kann ich nicht hier auf dem Holz platzieren, das wäre es jetzt. Weil ich den Wildberry Busch hier auf dem Holz platzieren kann. Ach so, deine Werkzeuge. Jetzt kannst du es auch im Inventar behalten. Ja, es läuft. Wir streamen tatsächlich schon wieder seit einer Stunde. Ja, läuft doch. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann warten wir jetzt echt nur noch auf den Tag. Ist halt ein bisschen langweilig, so auf den Tag warten, aber wir können es halt auch noch nicht ändern, weil das einzige Bett, was es momentan gibt, braucht Leder. Das wäre für uns jetzt dieses Sleeping Mat. Dafür brauchen wir erstmal Thatch Sin Slabs. Dafür brauchen wir ein halt mit dem Chopping Block Thatch. Für Thatch brauchen wir Dry Thatching oder Red Thatch. Das machen wir aus Fresh Thread. Bla. Ihr lasst es Fresh. einfach. Dafür müssen wir hier den. Na gut, das Thatch, das können wir tatsächlich machen, aber das Leder brauchen wir halt Salz und sowas für. Hier, dafür brauchen wir Reed Taintide. Wie kriegen wir Salz denn? Das gibt's irgendwo hier zu finden, soweit ich weiß. Aha. Hier. Aha, irgendwo kriegen wir, glaube ich, demnächst den Erfolg davon. So, Tach. Ich gehe mal eben diesen ollen Stein holen. Ich habe keine Lust, jetzt die ganze Zeit hier zu warten. Das ist mir ehrlich gesagt zu doof. Huch. No, Zombie, 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 Zombie. Dann mach's tot, du hast Waffen. Na, wenn das Ding jetzt. Ja, Zombie ist weg. Gut. Ich komme auch schon wieder zurück. Alter! Willst du Stress? Ich kann nicht ahnen, dass du das bist. Komm nur was in die Ecke. So, da haben wir unsere doofe Kiste. Da kommt jetzt alles an Werkzeugen rein, was wir gerade nicht brauchen und sowas. So grundsätzlich Zeug, was wir gerade nicht brauchen, kommt da jetzt erstmal rein. Okay. Das heißt, du kannst auch mal so ein Anführungszeichen Inventar ausleeren. Naja, bei mir geht es eigentlich sogar vom Inventar. Eigentlich habe ich nur ein paar Blumen, die ich gleich draußen pflanzen werde. Du hast keine Map, ja, du hast keine Map. Nee. So, damit ist die Kiste auch schon voll. Da passt ja richtig was rein. Ja, da passen halt 12 Items rein. Ja, wie wir lange machen wollte. Ich würde mal sagen, wir gehen heute noch zu den Darklands. Und halt entsprechend auch wieder zurück. Das dürfen wir auch noch schaffen heute. Ja. Die Spinnen sind echt abartig. Ich denke mal, dass Marcel die 2 Stunden nicht schaffen wird. Nein.
Dafür ist er zu müde. Ja. Oh. Guck mal, was da rumläuft. Wo? Direkt auf mich zu. Das Viech da. Oh. In Wolfsrüstung. Er sieht ja nicht ganz so flauschig aus. Der ist auch nicht wirklich flauschig. Kann er durchs Fenster angreifen? Wäre das Fenster einen Block tiefer, ja. Müssen wir halt echt drauf warten, dass wir Glas haben. Sag mal, eine Door können wir noch nicht bauen, oder? Wahrscheinlich nicht. Nee. Sieht nicht so aus. Aber es wird schon wieder hell. Seiner können wir ja fast wagen aufzubrechen. Nicht nur fast, ich breche jetzt auf. Warte, ich komm mit. Willst nicht alleine rumlaufen? Stopp, ich will noch ein paar Beeren einsammeln. Was man Ja. hat, hat man dabei. Wie viele hast du? 28, 29 Stück. Na gut, ich habe 25. Oh, wo bist du? Ups, Alala ist dein Freund. Wir müssen aber, glaube ich. Du hast ein Schwert, du Depp. Ja, wenn das Spiel leckt, dann kann ich damit auch nicht zuschlagen, wa? Warum leckt das bei dir und bei mir Ja, weiß nicht? ich nicht. Jetzt leckt's gerade wieder, na klar, wenn die Spinne kommt. Jetzt hat er gerade einen Speicher-Freeze. Gut. So, dann sag mal, in welche Richtung wir müssen hier. In diese. Das Schöne ist jetzt ja, wir haben ja den Atlas und finden deswegen auch wieder zurück. Nicht so wie letztes Ja. Mal. Du erinnerst Das dich? war behindert. Ja, also wir sind, glaube ich, was weiß ich, wie lang durch die Gegend gerannt. Aber ich glaube, ich greife gerade noch was an hier, oder? An meinem. Nee, das war der Busch. Der Bull. Nee, ne? Ja, das ist ein Dornbusch oder sowas gewesen. Ein behinderter Busch. Wir wissen schon, Wasser ist böse, deshalb umlaufen wir das Wasser. Da hinten sind Pferde. Pferde sind toll. Brauchen wir nur Leder. Erstmal müssen wir in die Darklands. Naja. Dann haben wir anständige Kisten. In den Darklands sollten wir auch ein bisschen mehr Holz mitnehmen. Oder Inventar voll machen wir. So in etwa. Ganz viele Pferdchen. Also das gefällt mir schon mal, dass wir Pferde direkt nebenan haben. Dann auch Ja, in solchen. Pferdewurst ist ganz lecker, wa? Ja, nicht Pferdewurst zum Reiten und zum Arbeiten. Weil es gibt ja auch den Pferdewurst. Horsepower Mod. Und dann laufen die Pferde im Kreis und treiben uns Grindstones oder so einen Kram an. Oha, so, wo müssen wir hin? Bist du noch hinter mir? Ja. Ja, ich Ich schreie laufe schon weg. einfach grundsätzlich in die richtige Richtung. Ja, also man merkt halt schon, wenn der Server sich aufbaut. Neue Welt Jetzt zum generiert. Beispiel. Ja. Das merkt man im Server halt durchgehend an. Der ist halt wirklich an seinem Leistungslimit. Ich sag mal, naja, der Server ist nicht an seinem Leistungslimit. Das, was wir bezahlt haben, ist an seinem Leistungslimit. Ja, gut. Das ist eine andere Sache. Wir können noch 300 Euro für den Server aufgeben und dann läuft der. Nein, es waren nur 199 Euro. Stopp, die nehmen wir wieder mit. Ja. Auch die Büsche. Kann man nie genug von haben. Warte mal, wo bist du? Stopp, 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 stopp. Ja, ich muss ja eben so, weiter geht's. Immer dieser Marcel. Ich habe noch ein Dorf gefunden. Da mache ich mir gleich einen Marker. So. Bist du hinter mir? Nein, nicht wirklich.
Jetzt bin ich neben dir. Solange du mitkommst. Ja, also diese Weltgenerierungslecks, die können halt schon ganz schön nerven, aber wir haben schon schlimmer erlebt. So, dann mache ich hier gleich sofort einen Waypoint. Atlas, bitte einmal. Dorf 2. Warte mal, sind wir, da geht's, ja, warte, so, vielleicht auf geht's. Müssen in diese Richtung. Also ich würde mal sagen, mit der anderen Map hatten wir einfach nur enormes Pech. Würde ich einfach Ja. mal so behaupten. Ja. Weil da haben wir, wie gesagt, eine Stunde nach einem Dorf gesucht. Und hatten auch nicht wirklich was gehabt. Ja, und in dem Dorf, da war dann kein Bibliothekar oder sowas. Wo müssen wir hin? In diese Richtung. Moment, ich nehme diesen Baum hier weg. Naja, mach mal. Holz brauchen wir eh. Also muss ich dann auf den Berg hoch. So, ich bin jetzt oben. Ja. So, da warte ich auf dich erstmal. Und bei mir macht es gerade schön laggy laggy. Ja, nicht nur bei dir. So, dann laufen wir weiter. Büsche, Stopp, ich brauch Bären. stopp. Ich brauch die Bären, Marcel. Ja, ich hab genug, ich kann dir welche abgeben. Du kannst die Büsche ja gerne mitnehmen, aber. Natürlich nehme ich die Büsche mit. Da. Stopp, ich muss auch mal was essen. Und weiter geht's. Oh, stopp, 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 stopp. Alter. Ja, nee, ich hab mich gerade ein bisschen gedreht. Dann hat er geleckt, ich mich fünfmal weiter gedreht und habe ihn nicht mehr gesehen. Jetzt können wir weiter. Wie weit ist es denn noch? 1400 Blöcke. Boah, Alter. Hey, wir haben ein Viertel geschafft. Na, klasse. Jetzt sind es noch 1360. Stopp. Was? Erstmal ist es immer, Vorrat. Oh Gott. Wo bist du denn lang gelaufen? Einfach weiter in dieselbe Richtung wie eben. Ja, Richtung super, Fluss. Das bringt richtig genau. Das ist genauso unhilfreich wie wie ich dein. bin hier. Ja, was du andauernd Ja, sagst. nein, weil das Problem ist, wenn das leckt, dann sehe ich dich nicht mehr. So, ich bin nämlich jetzt am Fluss und sehe dich überhaupt nicht. Doch, du, ich bin direkt neben dir, du Held. Ja, jetzt. Ich habe euch nicht gesehen. So, Fluss schwimmen rüber da. Ja, wir haben noch gar kein Piranha gesehen. Ja, beschrei's nicht. Mach ich jetzt ernsthaft, beschrei's nicht. Da drüben sind wieder Büsche, die ich einsammle. Gott, Was? Jeder Busch, Ja. Weißt du, wie viele Büsche in dieser Welt verteilt sind? Und das sind alles meine. Wir machen eine riesen Plantage nachher. Komm, wir brauchen uns nie wieder Gedanken um Essen machen. Das brauchen wir uns später eh nicht mehr. Weil später werde ich einen Teufel tun, mit Bären Warte durch die mal Gegend kurz. Zu laufen. Wenn ich auch die ganze Zeit mit einem saftigen Steak in der Tasche durch die Gegend rennen kann. Ich bleib bei meinen Bären. Weiter geht's. Frisch aus der Fabrik. Ja, da so weit müssen wir erstmal kommen. Bis dahin brauchen wir eine nachhaltige Nahrungsquelle. Und hier sind diese Bärenbüsche sind da ziemlich gut für. Oh, ich sehe die schon wirklich da. Ja, ich arbeite mich hier durch Bäume. Wie weit haben wir es noch? 1100 Blöcke. Da ist noch ein bisschen was.
Und warte mal. Nein, ich sammle jetzt nur die Beeren ein. Für den Weg. Das ist doch schon mal deutlich angenehmer. Fertig? Weil ich habe, warte mal. Ich habe jetzt noch wieder noch 14 Büsche im Inventar. Wenn du mich nochmal schlägst, mache ich dich fertig. Habe ich geschlagen, wann? Gerade eben. Ich habe aber lustigerweise nur auf E gedrückt. Läuft. Achtung, da ist eine fette Schlucht. Ich habe sie gesehen. Wir gehen außen rum. Mäh. Ja, 1000 Blöcke noch. Wir müssen auf die andere Seite vom Fluss, ja. Hörst du das, was ich gerade höre? Nee, ich habe keinen Spielsound, immer noch. Ja. Stimmt, da war was. Jetzt sind es noch 970 Blöcke, also es geht stetig runter. Oh, warte mal, da wo du bist. Ich bin ein bisschen weiter entfernt von dir. Ja. So, und weiter geht's. Jawohl. Moment. Ich muss gerade mal eben wieder die Richtung peilen, was teilweise gar nicht so leicht ist. Naja, der Rückweg wird angenehmer. Weil die ganze Karte schon generiert hat. Ja. Wird auch ein bisschen ruckeln, weil wir natürlich nicht 100% den gleichen Weg gehen werden. Es Ich wird kenne uns. dunkel. Bauen wir uns gleich eine Höhle. Wäre voll klasse. Oder wir könnten auch lebensmüde sein und die Nacht durchmarschieren. Nein. Weil 870 Blöcke sind es noch. Wir nehmen die Nacht, wir bauen eine Höhle. Und zwar jetzt. Ja gut, dann nehmen wir uns hier den Hügel hier vorne und graben uns da eben rein. Ja, ich sammle noch mal ein paar Büsche ein. Alter. Ja, wenn ich jetzt eh hier bin, warte, dann kann ich hier weg mit. Wo hast du dich denn da? Hast du dich reingegraben? Ja, ich glaube, das reicht. Mach das Ding hier dicht vorne. Moment. Dass du immer irgendwelche wertvollen Materialien platzieren musst. Größer brauchen wir ja nicht basteln. So, jetzt haben wir erstmal Zeit. Ja, und ich guck mal eben an unserer Folge. Als nächstes sollen wir bauen die Hopper. Achso, das ist ein Kistenerfolg noch nicht, oder? Nö. A place to stuff. A place to put my stuff. Meine Güte, ey. Nee, halt gar noch nicht. Ja. Was habe ich da gerade gehört? Was war's denn? Hat sich wie das Schnauben von einem ziemlich großen Viech angehört. Was gibt's denn noch für Tierchen? Ich habe keine Ahnung, könnte ein Bär sein. Deine besten Freunde. Kommen die unter einem Block drunter durch? Nein, dürften sie nicht. Dann ist ja alles okay. Wölfe, das könnte eine andere Sache sein. Aber wir brauchen ja den einen Block frei, damit wir sehen, wann es wieder Tag wird. Ist natürlich mal ganz schön langweilig, wenn wir hier drin in der Höhle rumstehen, aber wir haben ja nichts Nee. anderes zu tun. Nee, wir können ja gerade nichts machen. Das ist ja zum Anfang, also es wird ja, es entwickelt sich ja, ne? Das Spiel. Ja. Wie gesagt, Leder besorgen, das wird noch witzig. Salz bekommt man aus Salzblock. Salzcluster. Ja, ich denke mal, Salzblöcke werden wir irgendwo in der Welt finden. Vermutlich im Wasser. Da hat man, glaube ich, Salz gefunden und daraus können wir uns dann mit etwas anderem Zeug noch zusätzlich Leder herstellen. Ich kann mal eben gucken.
Leder, da haben wir Leder. Brauchen wir halt diesen Blätter für. Der braucht Twine, Brown Dye Powder und Inksex. Da können wir auch irgendwelche Viecher für, irgendwelche Okay. Pflanzen für grinden im Grindstone. Insects können wir aus tatsächlich Training herstellen, das wusste ich auch noch nicht. Ja, wenn man im Grindstone Rinde reinwirft, bekommt man auch noch was, was man dafür braucht. Wir brauchen halt gesalzenes Hide. Und dafür brauchen wir halt irgendein Leder, was wir mit der Workblade verarbeiten. Das ist, wie Ja. man sieht, ein etwas komplizierterer Prozess, Leder zu gewinnen, als einfach in Vanilla Minecraft Kuh abmurksen, fertig. Aber immerhin sollten die Lags demnächst aufhören. Ich hoffe es, ich hoffe es. So, wird schon draußen wieder hell. Also ich sehe nichts, was heller wird. Bei mir ist es grundsätzlich hell. Das musst du mir sagen, ob es hell wird. Nein. Immer noch Nacht. Immer noch Nacht. Ja, so ist das. Haben wir jetzt die Hälfte, haben wir vom Weg geschafft, ne? Oder Wir schon sind mehr wie jetzt Hälfte? bei 827 Blöcken noch. Das heißt, wir haben weit über die Hälfte geschafft. Wir haben. Ja, wir sind, glaube ich, die Dann Hälfte schaffen wir und es, dann 200 schaffen wir Blöcke. es ja jetzt in der Nacht, in dem Tag zu den Darklands zu kommen. Ja, sollten wir. Dann einen Tag da abbauen, schon einen Teil zurück. Jo. Ja, sind wir in 3, 4 Tagen sind wir wieder zurück. Ich habe irgendwie Lust, jetzt Minecraft-Tagen. loszulaufen. Nein, hast du nicht. Zu gefährlich. Marcel immer. Safety first. Nachdem bis gestern in die Hose gegangen ist. Ja, diesmal sind wir aber auch besser ausgerüstet. Na, wie sieht so dieser Block aus? Spannend. Düster. Alter, nimm mal weg da den Kram hier. Ich sehe nichts mehr. Das ist doch doof. Marcel, hör auf, Ja. den Holzblock mit der Hand abzubauen. Warum? Weil der dann verschwindet. Ernsthaft? Ja. Das ist ein Hardcore-Modpack. Was erwartest du? Das ist ja behindert. Hardcore-Modpack, muss ich das nochmal sagen? Behindert. Das Schlimmste ist das Warten gerade. Ja, das ist wirklich so ein bisschen öde. Oh, ich hätte mir auch. Na, ich könnte auch schlafen, oder?
kannst ja mal erzählen, was wir in den Darklands so suchen. Weil ich weiß es noch nicht. Shadow Gems und Darkwood. Moment. Nicht das. Dark. Darkstone können wir auch mitbringen. Das ist auch gar nicht mal so übel. Nicht Dark Oakwood. Ich suche. Spielsound. Doch, Spielsound ist da. Musik ist nur abgebrochen. Darklands Oakwood brauchen wir. Bist du noch da, Marcel? Ich bin noch da. Okay, weil bei mir ist es gerade so leise. Bei mir ist irgendwie gerade die Musik ausgegangen. Okay. Aber die sah noch an aus. Und dann können wir nämlich auch Darkstone Pickaxe und sowas bauen. Oder zum Beispiel das Darkstone Sword. Ich habe zwar keine Ahnung, was die so gut macht. Aber egal. Ich auch nicht. Nö, die scheinen tatsächlich genauso gut zu sein wie der Rest auch. Das sieht doch wieder langsam hell aus, oder? Ja, es ist hell. Gut, warte, stopp, oh, warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich. So. Und weiter geht's, die wahre lustige Reise. Ja. Auf in die Darklands. Dass sie so weit weg müssen. Und diesmal schlägst du den Bären nicht. Verstanden? Ich habe keine Lust, vom Bär gejagt zu werden. Ah, so ein kleiner Kuschelbär. Kleiner Kuschelbär, ey. Ich gebe dir gleich einen kleinen Kuschelbären. Ist voll flauschig. Ich mag ihn. Ich verzichte freiwillig. Ich finde diesen Map-Style total schick. Ja. Ist mal was anderes als diese ollen Standard-Maps. Aber ich kann dir schon sagen, später wird es die olle Standard-Map geben. Echt? Ja. Bist du noch hinter mir? Ja. Gut. Ich schreie schon, wenn ich dich nicht mehr sehe oder nicht näher komme. Hast du schon oft genug lange Zeit nicht gemacht und dann stand ich da und musste ich einmal wieder suchen. Ja, lauf. Hier einschlafen. Ja, nee, das war gerade leck. Ja, nicht nur bei dir. Oh, Alter. Nicht nur bei dir. Ja. Wir müssen hier hoch. Natürlich müssen wir da hoch. Das wäre sonst zu einfach. Stopp, warte mal. Wo bist du? Da bist du. Etwas links von dir. Nee, ich bin wieder neben dir. Warte. Ja, ich musste gerade aber erstmal selbst mich wieder hier irgendwie durchfriemeln. So, ich muss mir eben einmal Bären einsammeln. Ja, ich muss mir gerade den Weg frei schaufeln. Aber ich habe den Bärenbusch sogar da gelassen, nächstes Mal. Wow. Wir steigern uns. Und hör auf, mich zu schieben, während ich arbeite. Ich find's lustig. So. Aber wir wechseln gleich wieder das Biom. Wie weit haben wir es noch? 500 Blöcke. Diese 300 haben wir schon heute wieder geschafft. Na, wenn die nächsten jetzt einmal schön flach sind, dann geht das ja. Ja. Und möglichst auch nicht so waldig. Aber ich denke mal, wir werden ganz knapp noch die ganze Zeit durchs Waldbiom laufen. Ja. Wenn ich mir so die Map angucke, sind wir wirklich direkt rechts neben uns ist Freifläche und wir laufen noch durch den Wald. Na klar.
Ja, diese Pflanzen sind schrecklich. Das ist Schilf, glaube ich, oder? Keine Ahnung, was es ging, auf jeden Fall ziemlich auf den Nerv an dem. Stopp, Ja. stopp, 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 stopp. Ja, ich bin gerade Ja, eh. war da. Ja, das kann doch ganz schön nerven. Wie gesagt, der Rückweg wird besser. Behaupte Na, ich einfach hoffen wir mal so. mal. Oder auch das Farmen in Darklands wird auch angenehmer. Also haben wir uns da längere Zeit aufhalten. Ja. Stopp, warte. Oh Gott, ey. 300 Blöcke sind es übrigens noch. Die Distanz verringert sich stetig. Wäre schön, wenn sie quer wird. Natürlich. Hier ist ein Portal. Wo? Links. Links in den Baum da. Hier. Komm her, wo ich Moment. stehe. Da siehst du es. Ja, das wird, glaube ich, das eines der Nether-Portale sein. Mach dir mal einen Punkt auf der Ja, Map. ich schwimme eben rüber, dann mache ich mir einen Punkt. Unbekanntes Portal. Ja, komisches Ding da. Da hinten ist ein Dorf. Moment. Es gibt später übrigens noch richtig coole Portale, die wir sehen werden. Ja, erstmal will ich jetzt zu den Darklands. Ja, da hinten ist wieder ein Dorf, das markiere ich mir gleich auch auf der Karte, gehen wir eben hin. Achtung, du bist ein Blasenloch. Habe ich gerade auch gemerkt. Ach, wie weit haben wir es noch? 180 Blöcke. Wo sind wir gleich da? Müssen wir es ja gleich sehen. Ich würde mal behaupten, ich sehe es eventuell sogar schon. Aber pass auf, da Ja. rechts ist ein riesiges Wolfsrudel. Mit dem möchte ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Das habe ich auch gerade gesehen. Warte, lass uns das mal ein bisschen beobachten. Ja. Ich mache jetzt hier erstmal meinen Dorfmarker. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich würde mal behaupten, dass da hinten sind sogar schon die Darklands, die du da siehst. Meinst du diese dunklen? Ja, das könnte sein. Auch wenn die Kompassnadel nicht direkt da drauf zeigt, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Bin ich einfach mal so frech. Ja, das sind die Darklands. Dann würde ich sagen, schwimmen wir da hinten mal hin und. Links halten, wegen den Wolfsrudel. Alter. Irgendwie laufen Zombies rum. Die Darklands sind übrigens auch kein angenehmes Gebiet. Wieso? Ja, da spawnen nachts richtig miese Viecher. Ja gut, solange wir uns unserer Höhle aufhalten, kann uns ja nichts Naja, passieren. wir brauchen auch Loot von diesen Viechern, die nur hier spawnen. Wann das denn? Gar nicht mal so lange hin. Na super. Ist tatsächlich die nächste Folge nach den Darklands, steht noch diese Gems. Gut, was muss ich jetzt hier Das Holz. fangen? Holz brauchen wir auf jeden Fall und Cobblestone von dem Zeug hier kann auch nicht schaden. Dann wird das schon wieder dunkel. Nee, das ist einfach nur die Darklands, schon vergessen. Also schön viel Holz absaugen. Okay.
Da muss ich mich jetzt tatsächlich noch mit Dirt durch die Gegend stecken hier. Ich baue erstmal nur so weit ab, wie ich komme. Ja, mach die Bäume am besten ganz weg, weil sonst spawnen da die Seeds, Setzlinge meine ich nicht wieder. Wollen wir die Setzlinge mitnehmen oder was? Vielleicht nicht unbedingt. Ich glaube nicht, dass wir die bei uns anpflanzen können. Wir könnten die natürlich mitnehmen, wenn wir sie finden. Aber was mir auch sehr wichtig ist, dass die Darklands nicht gleich ganz leer sind von Bäumen. Und wir dann wiederkommen und merken, huch, sind ja gar keine Bäume mehr da. Weißt du, wie ich es meine? Das wäre auch äußerst kacke. Aus ihm sieht scheiße aus. Ich weiß, das passt zu dir, aber das ist ein anderes Thema. So. Ich habe gleich einen Baum fertig und habe, glaube ich, die Hälfte auf dem Boden verteilt. Ach, was sage ich da? Mehr als die Hälfte. Okay, ich habe den ersten Baum soweit. Es wird Donnacht. Okay, wie gesagt, eigentlich müssten wir hier ein paar Mobs farmen, weil die brauchen wir. Können wir gerne in der neuen nächsten Folge machen. Im nächsten Stream meinst du? Ja. Ich werde mir jetzt erstmal hier eine. Bau du uns dann schon mal gerade einen Unterschlupf, möglichst ohne Holz zu verwenden, sondern irgend so ein Dirt-Unterschlupf oder so ein Kram. Mache ich, komm her hier. Ja, ich baue hier gerade noch den Rest vom Baum ab. Du siehst, wo ich bin? Gerade nicht, weil ich gerade auf dem Baum Komm starte. hier, komm hier. Wo bist du? Hier geradeaus, dreh dich nach links. Ich Da, sehe dich. jetzt sehe ich dich. Ich bin sofort da. Gut, fast ein Stack Holz mit einem Baum. Ja, ich habe auch einen fasten Stack. So. Dann kommen wir hier rein. Dann machen wir den mal dicht hier richtig. Hast du zugemacht? So. Ivan, wollen wir dann in der nächsten Folge weitermachen? Ja, dann würde ich sagen, Wir haben heute ziemlich viel erreicht. bewegen wir uns in der nächsten Folge zurück. Das war's dann für diese, bitte nicht Folge, für diesen Stream. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ja, tschüss.